JFT Just Fair and Direct. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum heutigen Webinar. Ihr werdet es wissen, JFD Seasonals steht auf der Agenda und ich freue mich, heute einen kleinen Change verkünden zu dürfen, denn die liebe Thea ist nicht zugegen. Wir dürfen vielmehr Vorlieb nehmen mit dem Chef von Seasonex, nämlich dem lieben Dimitri. Ich sehe auch, er ist schon zugegen. Ich würde direkt mal das Mikrofon schon mal freischalten und dann auch gleich den Bildschirm rübergeben, damit wir tatsächlich keine Zeit verlieren, denn ja, es geht wieder um wiederkehrende Muster, Handelsvorteile und auch die Headline, die ihr auch bei uns auf der Website gleich seht, nämlich Süßes oder Saures, was es da sozusagen an interessanten Werten rein unter saisonalen Gesichtspunkten gibt. Mit wem ihr handeln könnt an der Stelle, ganz klar mit JFD. Wir erweitern hier unser Angebot auch überdies. Mit Platin, ja, haben wir wieder als Rohstoff drin. Jetzt im Oktober wird es gelauncht, neben dem, dass natürlich auch die Porsche-Vorzüge handelbar sind als echte Aktien, CFD-Launch inklusive und natürlich Multi-Asset. Ja, da sind wir bekannt für. Deswegen prüft, mit wem ihr handelt und seid willkommen, uns auszutesten. Faktisch, und das ist wichtig, der Risikohinweis, Leute, dass natürlich hier an der Stelle der Dimitri, wenn er denn Ansagen trifft über saisonale Muster, das natürlich rein statistisch hergeleitet ist, zyklisch, saisonal eben und keine Handelsempfehlung, auch wenn Dimitri mit seiner Vermögensverwaltung und auch den Cases, die er fährt, diese Werte kauft oder auch empfiehlt, eben einfach seine subjektive Meinung äußert zu dem, was er findet, empfindet, dann ist das natürlich niemals eine Handelsaufforderung. Nehmt das mit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch 24/7 an unseren Kundenservice wenden, natürlich deutsch, und wir haben natürlich auch ein Key-Account-Team. Und somit werdet ihr bestens betreut. So, Dimitri, schau mal, ob dein Mikrofon funktioniert. Bevor ich dir den Bildschirm nämlich rübergebe, würde ich natürlich auch wissentlich sicher gehen wollen, dass du zu hören bist. Ich habe selbst stumm geschaltet, zeigt mir mein System an. Das heißt, du müsstest an der Stelle lediglich den Change vollziehen, sodass das Headset anspringt. Ich würde jetzt hier, jetzt bist du online, glaube ich. Ja, wunderbar. Hallo, Dimitri. Man hört mich, herzlich willkommen. Absolut. Gut. Sehr gut, Dimitri. Ich heiße dich willkommen. Wir haben südlich der Deutschen Republik wunderschönes Sonnenwetter. Insofern freue ich mich auch, dass wir doch zahlreiche Teilnehmer hier begrüßen dürfen. Und insofern, wenn du bereit bist, würde ich dir den Bildschirm rübergeben und bin ganz gespannt, was du sozusagen im Rahmen von Süßen oder Saurem da für uns bereithältst, okay? Ja, also herzlich willkommen. Ich bin bereit. Ich bin auch gern bereit, den Bildschirm zu übernehmen. Super. Dann geht's so gleich los. So, jawohl. Sichtbar. Ja, sehr schön. Also herzlich willkommen nochmal. Freut mich sehr. Süß und sauer ist jetzt nicht ganz mein Schwerpunkt, obwohl es natürlich immer auf süß und sauer an der Börse hinausläuft. Aber ich wollte diesmal etwas auch in die Praxis mehr reingehen, damit Sie sozusagen konkret wissen, wie Sie mit Saisonalität umgehen können. Nichtsdestoweniger natürlich kurz die Einleitung sozusagen in die Saisonalität nochmal, aber mit Schwerpunkt eben auf die Praxis. Saisonalität gibt es, und das ist ganz wichtig wahrzunehmen, nicht nur bei Indizes, weil dort schauen die meisten Leute drauf, sell, man, go away und solche Sachen, sondern auch bei einzelnen Aktien. Das ist für mich eins der großen Potenziale, die praktisch noch ungehoben sind von Anlegern, dann bei Währungen, dann bei Rohstoffen, auch hier über Rohstofffutures, da werde ich diesmal auch drauf eingehen, und bei Anleihen. Und es gibt nicht nur die Jahressaisonalität natürlich, sondern viele andere Zyklen, aber ich beschränke mich heute schwerpunktmäßig auf die Jahressaisonalität. Hier nochmal zur Erinnerung, sell a man, go away. Einfach als Prüfstein sozusagen, dass an der Saisonalität was dran ist, weil hier sehen Sie in Blau das Winterhalbjahr und in Rot das Sommerhalbjahr, also sell a man, go away in der Praxis. Sie sehen praktisch die gesamte Performance im Dow Jones über 60 Jahre
fand im Winterhalbjahr statt, obwohl der Spruch Sell a Man, Go Away bekannt war. Also selbst bei den bekanntesten saisonalen Mustern gibt es eine gewisse Tendenz, dass sie sich, dass sie sozusagen wiederkehren. Und das ist ja das, was wir als Anleger wollen, nämlich Sachen, die wir statistisch überprüft sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft erwarten können, dass sie wiederkehren. Und damit können wir auch eine Outperformance dann erzielen. Sell a Man, Go Away in Deutschland. Sogar besser das Winterhalbjahr als der DAX selbst. Und das ist doppelt von Bedeutung. Sie sehen hier ab 1970 das Sommerhalbjahr in Rot, den DAX in Blau, das Winterhalbjahr in Grün. Und das Winterhalbjahr schlägt den DAX. Das ist doppelt bedeutsam, weil es eben nicht nur zeigt, dass das Sommerhalbjahr so schlecht ist, dass es sich sogar lohnt, komplett rauszugehen, sondern es ist auch deshalb bedeutsam, weil im DAX ja der als Performance, also als Index bezeichnet wird, also der, in dem die Dividenden enthalten sind. Also selbst die Dividenden hier nicht dafür sorgen, dass das Sommerhalbjahr aus seiner Tristesse rausgeholt wird. Und jetzt gleich eine Übersicht. Die 11 größten Länder nach Marktkapitalisierung an der Börse, wie haben sie abgeschnitten im Sommerhalbjahr, wie haben sie abgeschnitten im Winterhalbjahr? Sie können sehen, dass gerade mal bei zwei Ländern, nämlich Hongkong und Indien, das Sommerhalbjahr überhaupt eine nennenswerte Performance erzielt hat. Im Mittel dieser 11 Länder war das Sommerhalbjahr im Prinzip seitwärts und der gesamte Ertrag entstand im Winterhalbjahr. Und wieso zeige ich Ihnen das noch zusätzlich? Das liegt ganz einfach daran, um Ihnen zu zeigen, dass es sich lohnt, sozusagen über den Tellerrand zu gucken, weil Sell a Man, Go Away, da finden Sie 10.000 Statistiken, was den US-Markt angeht, aber kaum welche zum Beispiel über Taiwan, wo der Unterschied noch viel größer ist, oder über China. Ja, also suchen Sie und Sie werden finden. Ja, es gibt wirklich im saisonalen Bereich unglaublich viele Möglichkeiten. Das war hier erstmal ein kurzer Einblick. Und dann komme ich jetzt schon zum DAX im Jahresverlauf. Nämlich, was Sie hier sehen, ist ein saisonaler Chart. Es ist kein normaler Chart, ganz wichtig, sondern ein saisonaler Chart. Und zwar ein saisonaler Chart, der Ihnen tag- und preisgenau anzeigt, wie die saisonalen Trends sind. Ja, Sie sehen hier ab Mitte März und dann so ab zwei Wochen vor Ende des März geht sie eine Aufwärtsbewegung typischerweise ziemlich genau bis zum 1. Mai, Sell, Man, Go Away. Dann ging es aber nochmal weiter. Und dann kamen die schwachen Monate August, September und dann der Oktober im DAX, übrigens leicht positiv, wie Sie hier sehen. Ja, wenn Sie ihn langfristig anschauen im Dow Jones, das habe ich jetzt gemacht, weil der Oktober jetzt der aktuelle Monat ist, ist er leicht positiv, also noch weniger als im DAX, aber immer noch leicht positiv. Aber im Oktober fanden mehrere markante Rückgänge statt, nämlich unter anderem 1929, 2008 und auch 1987. Also der Oktober im Mittel ist seitwärts, hat aber überproportional viel scharfe Rückgänge zu erleiden. Dimitri? Gehabt. Ja? Vielleicht genau passend auch eine Frage vom Andreas, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Das hatten wir jetzt gar nicht besprochen. In der Regel lasse ich dich ja sozusagen gerne, ja. Genau, lass ich dich ja durchziehen und am Ende die Fragen. Aber hier, weil du die Oktober, sag mal, Krisenjahre ansprichst, kam eben genau die Frage schon vor 3 Minuten, nämlich zu Krisenjahren. Gibt es denn dafür auch Statistiken, also direkte Bärenmärkte, wo, ja, ich sag mal, eine gewisse Outperformance von Aktien feststellbar ist oder Indizes, die in, sag ich mal, globalen Bären- oder Rezessionsphasen, Bärenmärkten, dann Outperformance? Also schlussendlich gibt es da für Krisenjahre direkt Statistiken? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf die Frage abzielt, aber um nochmal auf den Oktober zurückzukommen, dort gibt es überproportional viel Verlust, starke Verluste. Auch im März gibt es die. Und was Krisenjahre und Instrumente angeht, sozusagen, die besser sind, hier vielleicht ein Zyklus, nämlich der Wochenzyklus in Bärenmärkten war nach 2000 zumindest, das habe ich untersucht, der Dienstag typischerweise ein recht fester Tag. Also da konnte man sogar in der Finanzkrise vom Montagsschluss auf Dienstagsschluss Gewinne erzielen, obwohl die Märkte sich ja im Prinzip halbiert hatten, teilweise sogar mehr. Ja, und Ähnliches war auch in der Corona-Krise zu beobachten. Und ansonsten sozusagen in Krisenjahren, wenn Sie in die Seasonex-App, die ich ja mitentwickelt oder besser gesagt, die ich konzipiert habe, wenn auch nicht programmiert habe,
dann können Sie sozusagen über die Filterfunktion sich genau die Krisenjahre raussuchen und dann zum Beispiel schauen, wie waren einzelne Sektoren. Ja, das können Sie bequem untersuchen, weil zum Beispiel aktuell sind ja die Ölwerte sozusagen, die ja jahrelang vernachlässigt waren, stark im Kommen. Können Sie einfach untersuchen, sind diese Märkte auch in Krisenjahren typischerweise fest? Ja, das ist ziemlich leicht möglich. Zeige ich Ihnen nachher. Aber hier noch, weil wir über die Saisonalität sprechen, über die Saisonalität. Gilead Sciences einfach als Beispiel dafür, dass es Aktien gibt, die eine eigene Saisonalität aufweisen. Also auch in den schwachen Sommermonaten steigen, dafür hier in dem Fall sogar fällt dafür die Jahresendrallye flach. Also ab Ende September ist es dann einfach nicht gut. Dann haben wir Microsoft als Beispiel einfach für einen Wert, der im Oktober sehr stark steigt und einfach auch als Beispiel für einen Wert, der sozusagen eine individuelle Saisonalität von Einzelaktien aufweist. Ja. Das ist deshalb wichtig, weil Sie als Anleger ja sozusagen zu jeder Jahreszeit eigentlich irgendwo investiert sein wollen. Und Sie können jetzt in Seasonex zum Beispiel dann Werte screenen und dann Sektoren eben rauswählen, die auch in schwierigen Marktphasen typischerweise steigen. Und ich zeige Ihnen hier Microsoft, weil das für mich persönlich ein ziemlich spannender Wert war. Weil hier bin ich draufgekommen vor ein paar Jahren, dass dieser Wert auch einen substanziellen Grund hat dafür, dass er genau im Oktober steigt. Also Sie sehen hier ganz schön, dass bis zur ersten, zweiten Oktoberwoche Microsoft mehr oder weniger seitwärts war. Der Chart geht bis 2019. Wie gesagt, da bin ich in der Vergangenheit draufgestiegen. In den letzten 3 Jahren war hier natürlich Microsoft etwas stärker im Schnitt. Aber dann, und das ist geblieben, kommt eben diese starke Oktoberphase. Und der Grund hierfür ist, dass wir hier typischerweise Earnings Surprises haben, die wirklich ziemlich stark sind. Deshalb Microsoft berichtet hier in der ersten, zweiten Oktoberwoche typischerweise Earnings, die deutlich stärker sind als die Erwartungen. Und das muss irgendwelche betriebsinternen Gründe haben. Und so gibt es eben interne Gründe, die für einzelne Branchen für einen saisonalen Verlauf sorgen, zum Beispiel Rohstoffproduzenten auch ganz klar, wenn die Rohstoffe steigen saisonal aus einem bestimmten Grund, dann steigen auch die Preise der Rohstoffaktien dazugehörigen typischerweise. Aber wir haben auch viele andere Gründe, zum Beispiel Messen, wenn also irgendwelche großen Messen sind und danach kommen große Aufträge. Das tut dann auch typischerweise die individuelle Saisonalität prägen und dergleichen mehr. Es lohnt sich also auf Einzelaktien zu schauen und nicht nur auf den Index, weil über Einzelaktien können Sie A, diversifizieren und B, haben Sie zu jeder Phase einfach des Jahres sozusagen eine gute Saisonalität. Dann andere Anlageklassen, ganz klar hier der Euro zum Dollar. Ja, auch hier wieder, wenn Sie zum Beispiel einfach sagen, okay, die Aktienmärkte erscheinen mir zu schwierig, wie sieht es denn bei Rohstoffen oder bei Währungen und so weiter aus? Da können Sie natürlich immer ausweichen in solche Anlageklassen. Und hier zeige ich Ihnen den Euro über sehr viele Jahre gerechnet, über 41 Jahre, der typischerweise im Dezember zum Dollar steigt und zum Jahreswechsel dreht saisonal und dann im Januar fällt. Und der Grund für dieses saisonale Muster, das Larry Williams übrigens bereits in den 70er Jahren hat er mir gesagt, das ist ein ganz bekannter Trader, erkannt hat, liegt daran, dass US-Unternehmen Gelder ins Ausland transferieren auf ihre Töchter, um Steuern zu sparen. Ja, also auch solche Effekte existieren und sind natürlich sehr sinnvoll und gut zu nutzen. Dann einfach einen anderen Zyklus hier noch, einfach um es reinzubringen. Wie gesagt, ich wollte es nur erwähnen, das ist der Turn-of-the-Month-Effekt. Was Sie hier sehen, ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum von etwa 90 Jahren gerechnet. Der durchschnittliche Verlauf des S&P, und Sie können erkennen, dass er, und zwar über den Monat, Sie
also links ist der Monatsbeginn, rechts ist der Monatsende. Sie können erkennen, dass kurz vor dem Monatswechsel der S&P typischerweise steigt, bis ein paar Tage nach dem Monatswechsel. Und der Grund hierfür sind ganz einfach, dass regelmäßige Zahlungen, wie zum Beispiel Gehaltszahlungen und dergleichen mehr, eben um den Monatswechsel eingehen und dann auch in Fondssparpläne und dergleichen enden und damit die Aktienmärkte ansteigen lassen. Diesen Effekt gibt es übrigens auch international. Er ist akademisch sehr stark für die USA untersucht worden. Und Sie finden auf Seasonext, ist das übrigens auch kostenfrei, diverse Artikel auch zu solchen Mustern, auch mit Statistiken. Und da können Sie sehen, wo dieser Muss-Effekt eben in anderen Ländern noch deutlich ausgeprägter ist, sogar als in den USA. Und hier, das hatte ich schon erzählt, das ist der Turnaround Tuesday. Und Sie sehen rechts die Erträge des S&P. Ja, aufgeschlüsselt nach Wochentagen und Sie sehen, wie fest hier der Dienstag ist. Und links in dem Balkendiagramm, sondern in dem Chart sehen Sie in schwarz bis zum Corona-Crash hier den S&P und in rot sehen Sie den Dienstagsertrag, also von Montagsschluss auf Dienstagsschluss. Und Sie können hier sehen, dass der Dienstag sogar im 2008er Finanzmarktkrise Crash eben fest war und auch im Corona Crash. Also es gibt hier durchaus auch Möglichkeiten, auf der Long-Seite in schwierigen Zeiten Gewinne zu machen. Aber auch saisonal können Sie natürlich, wenn Sie auf die Short-Seite gehen, auch sozusagen sich Werte aussuchen, die überproportional in bestimmten Phasen fallen, um dort nochmal die Saisonalität auf der Short-Seite zu nutzen. Auch das geht. Also Sie können auch in schwierigen Marktphasen Saisonalität nutzen, sei es dadurch, dass Sie eben die Werte nehmen oder die Phasen nehmen, wie hier den Dienstag, wo man auch in schwierigen Phasen Erträge erzielen kann oder auf der Short-Seite, die eben besonders stark, um die Phasen zu identifizieren, wo es besonders und Werte zu identifizieren, wo es besonders stark nach unten geht oder eben einfach, um mal in andere Anlageklassen auszuweichen, Rohstoffe oder Währungen oder eben die Rohstoffaktie zu den passenden Rohstoffen, die im Steigen sind. Und hier bekomme ich dann gleich auch dazu schwierige Marktphasen. Das ist der Vierjahreszyklus. Wir sind ja im Zwischenwahljahr. Das heißt, die Präsidentschaftswahlen waren vor 2 Jahren. Und aktuell sind die Zwischenwahljahre, die stehen bald an. Und dieses Zwischenwahljahr ist im Vierjahreszyklus einfach das schwächste Jahr. Ja, das ist hier über 120 Jahre gerechnet, sehen Sie den Vierjahreszyklus und das sogenannte Midterm-Jahr, also das dritte Jahr hier, ist das aktuelle Jahr saisonal aufgezeichnet und das ist das schwierigste Jahr. Und die Gründe vermutet man ganz einfach in der Geldpolitik, aber auch in der Ausgabenfreude des Haushalts. Das ist ganz einfach, US-Präsidenten wollen wiedergewählt werden und restriktive Maßnahmen finden typischerweise nach Wahlen und nicht vor Wahlen statt. Und auch die Fed-Präsidenten sind eben abhängig natürlich davon, dass sie wiedergewählt werden und machen auch eben im Midterm-Zyklus eben vielleicht eher eine restriktive Maßnahme, sprich Leitzinserhöhungen. Und das wirkt sich hier so aus. Ja, das haben wir ja aktuell auch sehr stark. Und so ist das Zwischenwahljahr unter der Lupe. Ja, dieses Jahr war schon früher schwach. Ja, aber interessant ist eben, dass es eigentlich schon typischerweise im September zu steigen beginnt. Wie gesagt, ich würde hier im Moment nicht unbedingt draufsetzen, weil wir markttechnisch ganz einfach auf einer Unterstützungslinie liegen, die teilweise zum Beispiel im DAX sogar schon gefallen ist. Da würde ich vielleicht in Oktober noch abwarten. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zur Praxis des saisonalen Handels. Ja, es geht ja nicht nur um den aktuellen Oktober, sondern darum, wie Sie systematisch sozusagen Ihre Gewinne erhöhen können und Ihre Risiken reduzieren können. Und wenn Sie einen Wert identifiziert haben, ein saisonales Muster genauer gesagt, hier zeige ich Ihnen dieses Microsoft-Muster, dann können Sie in der App das einfach markieren und es kommt immer nur auf Muster an im saisonalen Trading. Es kommt nie drauf an, also
Ich rate Ihnen nicht zum Beispiel sozusagen blind einfach den saisonalen Verlauf des DAX zu nehmen und danach zu handeln, sondern meine Empfehlung ist immer, interessante saisonale Muster auszuwählen und die sich dann anzuschauen. Und das ist hier das Microsoft-Muster und das können Sie einfach markieren und dann haben Sie Erträge hier zum Beispiel den annualisierten versus dem Rest. Natürlich können Sie hier nicht damit rechnen, dass auch in Zukunft die 168% annualisierter Ertrag erzielt werden. Aber ich zeige Ihnen das, weil der annualisierte Ertrag versus dem annualisierten Ertrag des Rests zeigt Ihnen, dass es wirklich ein ganz potentes saisonales Muster ist. Und unten sehen Sie die Balken zum Beispiel, das ist der einzelne Jahresertrag, der Ertrag in den einzelnen Jahren, der während dieser Phase eben erzielt wurde. Sie sehen, dass es also oft sehr viel war, 2000. Sie sehen ja auch Verlustjahre natürlich, 2008 zum Beispiel war es negativ, aber insgesamt haben Sie eine hohe Trefferquote, ja, bei 19 Trades, ja. Das zeige ich Ihnen nachher alles live, vielleicht besser im Detail. Dann noch Praxis. Nicht jedes Jahr folgt dem saisonalen Muster. Ja, das ist auch wichtig. Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Saisonalität ist wie jeder Handelsansatz einfach ein Handelsansatz, der funktionieren kann, aber nicht immer funktionieren muss. Ich habe Ihnen hier die Weihnachtsrallye, also Jahresendrallye auch genannt, nicht die Herbstrallye, nämlich zwischen dem 14. Dezember und 4. Januar im S&P 500. Und da stieg in 71 Jahren, stieg der S&P 54 Mal in dieser kurzen Zeit und 4-mal nicht. Ja, und 17-mal nicht. Also Sie erkennen hier sehr schön, es gibt immer einfach Ausnahmen. Ja, das ist bei jedem Handelsansatz so. Und das ist auch bei der Saisonalität so. Und eine Sache ist auch wichtig, woher entsteht das, wie entsteht ein saisonaler Trend? Und hier habe ich Ihnen etwas gezeigt. Das ist einmal Infineon im März, April und einmal Align Technology. Und Sie sehen hier, dass Infineon 2009 einen Ertrag von 500% gemacht hat in dieser Phase. Ja, damals war Infineon einfach ein Penny-Stock und stieg enorm. Und das bedeutet, wenn Sie sich diese Balkendiagramme links unten anschauen, dass es eigentlich ein Ausreißerjahr ist, der diesen saisonalen Trend bei Infineon erzeugt hat. Anders bei Alliance, wo eben eine bessere Verteilung ist. Also achten Sie auf die Verteilung. Und wenn Sie so einen Ausreißer sehen, nehmen Sie dieses Jahr raus und schauen Sie, ob der saisonale Trend dann immer noch vorhanden ist in der Praxis. Weil wenn ein Penny-Stock steigt, dann sieht es zwar aus im saisonalen Chart wie ein saisonaler Trend, aber ist natürlich keiner. Dann auch wichtig, saisonale Verläufe können sich ändern. Ja, also ein Beispiel zeige ich Ihnen hier von 54 bis 84 der Dow Jones und dann bis von 85 bis 2001, wo wir ja eine Chance hatten. Und eine Chance ändert natürlich den typischen saisonalen Verlauf. Also saisonale Verläufe ändern sich. Es ist also anders, als Sie vielleicht glauben, dass die Saisonalität dann besonders gut ist, wenn Sie eine besonders hohe statistische Signifikanz haben. Es sollte auch eine aktuelle Gültigkeit sein. Also ich habe Ihnen hier mal wieder Balken aufgezeigt. Rechts unten sehen Sie oder rechts in der Mitte, achten Sie einfach drauf, dass auch in den vergangenen 10 Jahren, das ist meines Erachtens der wichtige Zeitraum, die Saisonalität vorhanden war. Bei Aktien sage ich sogar, tendenziell reicht es, wenn Sie 10 Jahre lang sehr gute saisonalen Verlauf hatten. Bei Rohstoffen ist meines Erachtens ist durchaus sinnvoll, wenn Sie ein bisschen länger gehen, weil die fundamentalen Gründe der Rohstoffe, diesen saisonalen Verlauf bewirken, typischerweise auch länger anhalten. Damit sind wir beim Thema Rohstoffe. Ja, das wollte ich hier auch erwähnen. Ja, in der Praxis ist es so, wenn Sie Gold oder Silber kaufen, dann sind alle Instrumente sozusagen zwischen Spotpreis und Futurepreis sehr eng korreliert, ähnlich wie bei Aktienindizes oder auch bei Einzelaktien oder so der Terminmarkt. Aufgrund sogenannter Arbitragebeziehungen hängt sehr eng zusammen mit dem Futures-Markt. Bei manchen Rohstoffen aber, wie zum Beispiel Erdgas oder Rohöl oder Kupfer, die sehr typischerweise nicht physisch kaufen und die auch andere Anleger typischerweise nicht physisch kaufen, weil
Lagerkosten, Verderblichkeit und so weiter gegeben sind und sie oft eine größere Abweichung zwischen dem Terminmarkt und dem Spotmarkt haben, ist einfach der Terminmarkt maßgeblich. Und was Sie hier sehen, ist mal kein saisonaler Chart, sondern ist an einem bestimmten Tag die Preise für Erdgas in den USA aufgezeichnet bis 2032 oder so. Und Sie sehen hier, dass immer im Winter die Terminkontrakte, die im Winter enden, sind immer sehr teuer und die im Sommer enden, sind günstig. Ja, das heißt, im Terminmarkt ist bekannt natürlich, dass Erdgas typischerweise im Winter teuer ist und im Sommer günstig. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen anders. Erdgas ist sozusagen ein schlechtes Beispiel, weil wir ja hier jetzt aktuell aus politischen Gründen wirklich, wie soll ich sagen, auch schon im Sommer sehr hohe Preise hatten. Aber diese Terminstrukturkurve gilt auch aktuell übrigens. Ja, also das ist immer so bei Erdgas. Erdgas ist schwierig zu lagern. Ist zwar zu lagern, aber schwierig, und deswegen ist Erdgas mit Lieferung im Sommer einfach günstiger als mit Lieferung im Winter. Und wenn Sie investieren in Terminmärkte, beispielsweise über Zertifikate oder auch direkt über Futures, dann investieren Sie natürlich letztlich den Futurespreis. Und verkettete Futures sind eben das, was Sie dementsprechend auch saisonal betrachten sollten. Das kann ich Ihnen nachher auch zeigen. Wenn Sie in Seasonex etwas eingeben, zum Beispiel Erdgas, also Natural Gas oder Soybeans oder Crude Oil, dann finden Sie den richtig verketteten Future. Das ist also genau das, was Sie dann auch entsprechend handeln würden. Und ich zeige Ihnen hier auch Weizen saisonal, hier den Spotmarkt. Und Sie sehen hier erwartungsgemäß Juni bis Oktober ist er einfach sehr günstig, 9% sozusagen tiefer als zu Jahresbeginn, weil es eben wegen der Ernte vor allen Dingen. Und Sie sehen hier den verketteten Future, der hat einfach auch im Sommer einen günstigeren Preis, aber nur 4% günstiger. Und er sieht schon anders aus, er steigt bereits im August. Ja, also das zeigt Ihnen, wenn Sie Rohstoffe handeln und nicht gerade Gold oder Silber, wo eben zwischen Spot und Future der Verlauf recht ähnlich ist, sondern eben Rohstoffe, die verderblich sind oder schwer zu lagern sind, sodass sich hier große Abweichungen zwischen Futurespreis und Spot ergeben können, dann sollten Sie auch den Futurespreis, den verketteten, analysieren. Das macht Ihnen Seasonex aber sehr einfach. Wie können Sie Saisonalität in der Praxis handeln? Ja, einmal können Sie natürlich das Muster direkt handeln. Sie gehen zum Beispiel zur Jahresendrallye long. Ja, das empfehle ich Ihnen, möchte ich Ihnen nicht abraten, aber machen Sie es natürlich mit geringem Kapital, jetzt nicht mit Leverage oder sonst was, weil Sie ja nicht diversifizieren. Setzen Sie ganz grundsätzlich nicht immer alles auf eine Karte. Dann können Sie Saisonalität zum Timing nutzen. Das heißt, selbst wenn Sie ein Langfristanleger sind, können Sie zum Beispiel einen geplanten Kauf vorziehen und dadurch im Mittel einen besseren Einstiegskurs erzielen. Ja, kaufen Sie also auch hier wieder Jahresendrallye als Beispiel. Wenn Sie in den Aktienmarkt reingehen, warten Sie doch nicht bis Mitte Januar oder so ab, sondern machen Sie schon Mitte Dezember. Ja, dann Filter. Das ist sozusagen das Gegenstück. Wenn Sie ein Kurzfrist-Trader sind, zum Beispiel ein Day-Trader, dann können Sie die Saisonalität, die ja viel länger geht, trotzdem nutzen, indem Sie nicht gegen einen Trend sozusagen ein Engagement eingehen. Wenn Sie also zum Beispiel erwägen, bleiben wir wieder bei dem Beispiel Jahresendrallye, wenn Sie erwägen, short im S&P zu gehen und es ist gerade der 20. Dezember, dann befolgen Sie dieses Signal einfach nicht, weil das ein fester saisonaler Trend ist, ja, und nutzen Sie die Saisonalität einfach als Filter. Ja, dadurch können Sie als Kurzfristanleger eben auch einen längeren Zyklus, sprich die Jahressaisonalität, nutzen. Sie haben weniger Trades, ja, aber jeder einzelne Trade hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Dann die nächsten beiden Beispiele, Saisonalität als Zusatzinput und zur Selektion, zeige ich Ihnen im Detail. Sie haben vielleicht schon vom Gebert-Indikator gehört. Das ist nach meinem Kenntnisstand der beste Indikator,
der wirklich live existiert. Seit den 1990er Jahren wird er publiziert vom Thomas Gebert. Und der hat als Inputfaktor die Inflation, den Dollartrend, den Zinstrend und die Saisonalität. Und Sie sehen hier in oranger Linie rechts, in dem Chart rechts oben, das Ergebnis des Gebert-Indikators und im Blau Buy and Hold. Und Sie können schön sehen, selbst mit diesem einfachen Ansatz funktioniert das. Funktioniert die Saisonalität? Also es demonstriert Ihnen noch einmal, dass Sie mit Saisonalität eben eine Outperformance erzielen können. Wie gesagt, das ist tatsächlich eben publiziert seit den 1990er Jahren. Und es demonstriert Ihnen des Weiteren, dass Sie Saisonalität in Ihre bestehende Anlagestrategie einfach implementieren können. Da gibt es verschiedene Verfahren. Er hat hier einfach ein System, in dem er sozusagen 4 Trigger hat und tut die einfach aufsummieren und dementsprechend handeln. Das können Sie gerne anders machen natürlich, aber Sie können Saisonalität eben zusätzlich nutzen zu ihren Inputfaktoren, die Sie, Strategien, die Sie bisher nutzen, einfach um Ihre Erträge systematisch zu erhöhen. Sie müssen nicht Ihren Handelsansatz verlassen. Und das nächste ist, das ist ein Lieblingsansatz von mir, das ist einfach Saisonalität zur Selektion. Sie sehen hier den saisonalen Chart von Novo Nordisk, der im Februar steigt die Aktie typischerweise. Ja, und hier sehen Sie den saisonalen Verlauf von Adidas. Die Aktie steigt typischerweise März, April. Wieso nicht einfach systematisch in Werte gehen wie Novo Nordisk im Februar und wie Adidas im März, April und sozusagen die saisonalen Phasen einfach aufsummieren, um damit hier schematisch gezeigt eine systematische Outperformance zu generieren. Und um das möglichst einfach zu machen, stellen wir Ihnen einen Screener zur Verfügung. Da können Sie also diverse Universen eben aus Saisonalität untersuchen, den HDAX, den DAX, den Dow Jones, den S&P, auch den Eurostoxx, auch die Sektorindizes und dergleichen mehr und können dann eben dort die aktuell saisonal interessantesten Werte suchen oder wenn Sie short gehen wollen, auch diejenigen, die sozusagen eine Schwächephase vor sich haben. Und Sie können das auch individuell einstellen, zum Beispiel auf Ihren typischen Anlagehorizont hin, ob Sie jetzt typischerweise 3 Wochen handeln oder 3 Monate. Das können Sie machen. Das hatte ich schon erwähnt ein bisschen. Es gibt solide Gründe für saisonale Verläufe. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb Saisonalität sich eben wiederholt. Und Sie es eben wahrscheinlich über die Wahrscheinlichkeit eben nutzen können für sich. Ja. Und ich kann Ihnen natürlich viel erzählen. Ja. Aber ich möchte hier darauf hinweisen, das finden Sie auch im Research-Teil ausführlich bei uns auf der Webseite. Übrigens der gesamte Research-Teil ist zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch. Ja, auch wenn wir das Englische hervorheben, das können Sie eben auch auf Deutsch sehen. Und Sie sehen hier eine akademische Studie, die ist nach meinem Kenntnisstand diejenige, die am weitesten zurückreicht, nämlich über 217 Jahre haben die Autoren 4 Anlageklassen und 68 Märkte untersucht. Und Saisonalität war von den 6 untersuchten Anlagestrategien eine von 3, die wirklich gut performt hat, während eben andere, wie zum Beispiel die populäre Value-Strategie, hier sozusagen eher im Mittelfeld landete, war die Saisonalität eben sehr gut. Also ich kann Ihnen nur raten, nutzen Sie Saisonalität. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass Sie hier systematisch einfach Ihre Erträge erhöhen können und auch Ihre Risiken mindern können. Und es ist sehr vielfältig. Sie können hier wirklich neue Sachen sozusagen entdecken und auch als erste bestimmte saisonale Muster handeln, weil es gibt, wie gesagt, Tausende, Hunderttausende von Instrumenten und natürlich noch mehr saisonale Phasen und das können Sie alles nutzen. Und kostenfrei bieten wir Ihnen den Research Report und 30 populäre Instrumente an, wie ein DAX oder Gold. Und den vollen Zugang, ich kann Ihnen nur empfehlen, das einfach auch mal auszuprobieren. Den vollen Zugang kriegen Sie über 27.000 Instrumente mit allen Features wie Screening und Individualisierung und dergleichen über den Code JFD30, der Ihnen einen 30%igen Rabatt bringt. Und jetzt möchte ich Ihnen das auch live zeigen.
Ich hoffe, das klappt. Gut. Ich zeige Ihnen jetzt live einfach einzelne Beispiele. Das ist erstmal die Webseite. Hier ist der Research-Teil. Hier können Sie die drei Preismodelle sich ansehen. Und hier können Sie sich registrieren. Und da sollten Sie sich registrieren. Und eben mit dem Code JFD30 kriegen Sie einen 30-prozentigen Rabatt. Und den sollten Sie eingeben und können auch 3 Tage lang dann das ganze Umfang testen. Und wenn es Ihnen nicht zusagt, können Sie einfach kündigen und dann fallen Sie in dieses Freiabonnement rein. Da können Sie dann sozusagen Gold und DAX und ein paar andere Werte eben dauerhaft sich ansehen. Wenn Sie hier reingehen, können Sie hier entweder hier Werte wählen. Ja, hier zum Beispiel den DAX. Ja. Sie können aber auch hier ins Suchmenü gehen und dann wird Ihnen auch der DAX, sollte es zumindest angezeigt, hier in dem Moment, im Moment müsste man nach unten scrollen, um den DAX zu finden. Ja. Ich gehe hier mal über Popular Instruments, das geht hier schneller aktuell. Und Sie haben hier die Saisonalität des DAX. Ja. Und können hier eben, wie gezeigt, markieren, ja. Sie markieren einfach und haben hier diverse Statistiken. Hier haben Sie die Verteilung. Ja, Sie sehen hier auch, dass die Herbstrallye hier 2016 und 2018 zum Beispiel eben nicht stattgefunden hat. Das können Sie hier alles auf einen Blick sehen, die ganzen Statistiken mit Standardabweichung und so weiter. Und hier sehen Sie dann auch die einzelnen Jahre, falls Sie zum Beispiel Stop-Loss setzen wollen. Ja. Sie können hier dann, aber das machen wir vielleicht lieber bei einem langfristigeren Investment. Ich gehe jetzt mal in den Dow Jones. Ja, dann können Sie sehr lange wählen, 125 Jahre. Ja, und dann ist der Oktober zum Beispiel nur noch seitwärts, während er im letzten Jahr relativ positiv war. Langfristig gesehen ist er nicht. Und Sie können hier eben zum Beispiel Filter wählen. Sie können zum Beispiel Crash-Jahre abwählen. Sie können das Midterm-Jahr einfach anklicken, ja, was wir vorhin besprochen haben. Oder auch andere Sachen. Ja, das können Sie alles machen mit einem Klick. Ja, wenn Sie sagen wollen, ja, wie war es eigentlich ohne einen 87er-Crash? Dann gehen Sie hier einfach hin, ja, und nehmen 1987, wo haben wir es denn? Hier haben wir es raus. Und dann steigt da eben etwas der Oktober, ja. Sie können hier auch Vergleichsjahre einblenden, zum Beispiel, wie war 2022 im Verhältnis dazu, ja, zum durchschnittlichen Verlauf. Ja, also 22 ist ja ein sehr schwieriges Jahr, wo auch sehr viele andere Faktoren einspielen. Ja, aber nichtsdestoweniger haben wir hier zum Beispiel das Hoch gleichzeitig im August mit dem Langfrist. Auch hier haben wir die Tendenz, dass es hier nach unten ging. Aber wie gesagt, es gibt immer auch andere Einflüsse, die auf dem Markt einwirken. Ja, Sie können auch ein zweites Instrument zum Vergleich nehmen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie haben, die Sie anschauen, dann können Sie immer auch schauen, ob die Aktie im saisonalen Verlauf zu ihrem Index oder zum anderen Wert, Sie können also Adidas mit Puma vergleichen, den saisonalen Verlauf und dergleichen mehr. Ja. Damit es bei Ihnen schneller geht, weil Sie wollen ja nicht nicht die ganze Zeit sozusagen hier verbringen, mit Einzelaktien machen wir hier Vorschläge, einmal der Computer selbst, ja. So, zum Beispiel hier gehen Sie auf HDAX und dann klicken Sie auf Hannover Rück. Das ist also ein Muster, das der Computer aktuell vorschlägt. Da gehen Sie vielleicht einfach ein bisschen später rein. Ja, da haben Sie hier noch einen besseren Einstiegspunkt und Sie können auch hier früher rausgehen. Moment. Ja, das ist also das markierte Muster. Und das ist schon ziemlich gut. Da haben Sie also eine ziemlich hohe Trefferquote hier. Wenn Sie also am 13. Oktober reingehen und am 10. Oktober raus, Sie haben einen durchschnittlichen Ertrag von 8,83% in dem Wert. Ja, und hier sehen Sie die Equity Line, die Hannover Rück in dieser Phase gemacht hat. Und Sie sehen auch,
dass Hannover Rück 201,52% annualisiert gemacht hat in den vergangenen 10 Jahren dieser Phase und nur 5,78%. Also in den vergangenen 10 Jahren war hier tatsächlich der mit Abstand meiste Gewinn ist hier in dieser kurzen Zeit aufgetreten und die Hannover Rück unter saisonalen Gesichtspunkten müssen Sie sich zu anderen Zeiten nicht anschauen. Und ich zeige Ihnen jetzt noch den Screener. Davon hatte ich ja gesprochen vorhin. Und da können Sie hier auch zum Beispiel einfach zum Beispiel auch europäische Sektoren suchen. Ja, wenn Sie denken, okay, jetzt haben wir ein schwieriges Jahr, aber mit Öl und Gas, das könnte ziemlich gut laufen, dann haben Sie hier europäische Öl- und Gaswerte. Ja, Sie können aber auch einfach irgendwelche Indizes nehmen, die Sie gerade interessieren. Sie können auch ein Basket persönlich sich zusammenstellen und dergleichen mehr. Also der Funktionsumfang ist wirklich mittlerweile gut. Lob an unsere Programmierer. Ja, es geht also über das hinaus, was ich mir damals konzipiert habe. Das ist genau das, was eben unsere Kunden wünschen. Und jetzt gehe ich mal in den Screener. Was mache ich denn? Den HDAX, um in Deutschland zu bleiben. Und der empfiehlt hier eben die Deutsche Lufthansa. Also Sie können hier zum Beispiel eingeben auch, wann Sie handeln wollen, ob Sie heute handeln wollen oder morgen oder wann auch immer. Er schlägt hier eine Anlageperiode von 1 bis 2 Monaten vor. Da können Sie auch wählen. Sie können hier, wenn Sie short gehen wollen, auch natürlich hier auch down wählen. Und Sie können hier die Trefferquote vorgeben, um sozusagen das, die Thematik der Ausreißerjahre und dergleichen ein bisschen eben abzumildern. Ja, und dann klicken Sie einfach hier auf den Wert und dann kommt Deutsche Lufthansa. Und das ist also auch ein schöner Wert, der hier saisonal vorgeschlagen wird. Und das können Sie dann natürlich noch individuell jetzt genau untersuchen, ob der Wert für Sie in Frage kommt. Ja, und wenn nicht, dann gehen Sie einfach auf den nächsten Wert. Ja, oder Sie können es auch individuell einstellen und sagen, okay, da gehe ich vielleicht lieber 2, 3 Tage später rein. Gut, jetzt möchte ich Ihnen einfach noch ein paar Beispiele zeigen. Ja, die ich rausgesucht habe, das ist einmal Teradyne. Ja, das ist ein Wert, der sehr schön steigt hier in den kommenden Wochen. Ja, wollte ich Ihnen zeigen, das ist ein amerikanischer Wert. Broadcom. Auch ein Wert, der steigt sogar noch länger. Da kann man bis zum, sagen wir, 13.10., das ist ein bisschen später. Und Sie können hier den Chart übrigens auch verschieben. Ja, der beginnt jetzt im Februar und dann können Sie die Phase optimal hier zum Beispiel, wenn Sie bis zum 2. Januar reingehen wollen, markieren. Ja, um Ihnen einen weiteren Wert zu zeigen. Das sind einfach Werte, die aktuell sozusagen interessant sind. Ich zeige Ihnen noch mehr. Lam Research Corporation. Da würde ich sagen, machen wir mal hier vielleicht den 9. Oktober bis, gehen wir so weit, bis hier zum 28. November. Ja, das ist also eine schöne saisonale Phase auch, die jetzt zeitnah ansteht. Und ich habe Ihnen noch weitere Werte rausgesucht. United Rentals. Hier ein Wert, der etwas später seine gute saisonale Phase beginnt und auch etwas früher endet. Ja, und hier einmal ein Jahr hatte, wo er nicht so toll war. Ja, diese Werte können Sie alle mit dem Screener ziemlich schnell finden übrigens, ja. Also das nur als Hinweis. Ich zeige Ihnen jetzt vielleicht noch Porsche. Hier haben wir Porsche. Also Sie geben es einfach ein und dann wird es gleich angezeigt. Das ist auch ein Wert, der steigt. Und zwar, hier können Sie den aktuellen Tag einblenden. Das ist die rote Linie. Ja, und Sie können hier zum Beispiel bis Ende Dezember reingehen, können aber auch hier bis in den Januar reingehen bei Porsche. Einfach hier klicken, dann geht das hier übers Jahr hinaus. Ja, und dann haben wir hier vom 5. Oktober bis 13. Januar eine interessante saisonale Phase in diesem Wert. Ja, das ist also einfach gut möglich hier
Und da ich vorhin von Rohstoffen gesprochen habe, fange ich hier mal mit Gold an. Ja. Und bei Gold, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, bei Rohstoffen wie Gold tendiere ich dazu, eher lange Phasen zu nehmen. Ich habe hier 54 Jahre genommen. Und zwar wieso? Ganz einfach, weil der fundamentale Grund, zum Beispiel das Weihnachtsgeschäft, wo viel Gold verschenkt wird und die Juweliere kaufen, oder die indische Hochzeitssaison, die eher im Herbst ist, oder das chinesische Frühlingsfest, wo auch viel Gold verschenkt wird. Diese fundamentalen Gründe, die sind sehr stark und da kann man ruhig lange Jahre nehmen. Sie können sehen, dass Gold eben typischerweise hier ab der Sommerhälfte steigt, Mitte Juli oder Anfang Juli bis in den Februar hinein. Und der Grund sind eben die genannten Festlichkeiten. Gold ist nun mal ein Schmuckmetall, nicht nur ein Industriemetall, das eher zweitrangig und vor allen Dingen eben ein Schmuckmetall und zur Geldaufbewahrung, zur Wertaufbewahrung. Und jetzt zum Vergleich mache ich mal Silber. Sie nehmen vermutlich an, dass Silber, das ja sehr stark mit Gold korreliert, eben einen ganz ähnlichen saisonalen Verlauf hat. Dem ist aber nicht so. Silber hat eine extrem feste Phase hier im Januar, Februar. Da macht Silber seinen gesamten Gewinn im Prinzip in dieser Zeit saisonal gesehen. Und der Grund ist eben der, dass Silber auch sehr stark ein Industriemetall ist. Und die Industrie eben typischerweise ordert, wenn sie einen Jahresrückblick fertig hat und einen Jahresausblick sozusagen auch hat. Und das gilt natürlich auch für Platin und Palladium. Ja, da liegen die Gründe ähnlich. Ich mache mal Palladium hier. Bei Palladium haben wir auch einen festen Januar, Februar. Und der Grund ist derselbe. Die Industrie ordert typischerweise eben, wenn der Jahresausblick fertig steht. Ja, das ist also bei Platin dann dasselbe. Ja, da haben wir hier auch einen schönen festen Anstieg Januar, Februar. Ja. Und ich nehme jetzt mal einen Edelmetallwert, weil ich das vorhin besprochen hatte, dass eben auch die Rohstoffe dann natürlich mit der Saisonalität zum Teil steigen. Und das ist hier beim Januar, Februar, wo auch Gold natürlich die stärkste Saisonalität hat. Ja, auch wenn es, das hebt dann natürlich auch die zugehörige Rohstoffaktie. Da haben Sie also wirklich ein spannendes Feld, was Sie untersuchen können. Insgesamt war aber die ganze Goldminenindustrie, wie Sie vielleicht wissen, hat sich deutlich schlechter entwickelt als Gold. Deswegen haben wir hier insgesamt einen Seitwärtstrend. Ja, jetzt möchte ich Ihnen vielleicht noch einen Wert zeigen aus dem Rohstoff-Futures-Bereich. Soybeans zum Beispiel, Sojabohnen, ja, interessant, die steigen jetzt saisonal. Und wenn Sie Soybeans eingeben, dann schlägt Ihnen Seasonex automatisch den verketteten Future vor. Und hier haben wir sozusagen, ja, 4., 5., 6., 10. aktuell sozusagen das saisonale Jahrestief, ja. Und hier vielleicht ein weiterer Wert noch, nämlich Weizen. Oder was machen wir? Rohöl ist aktuell stark im Gespräch. Rohöl ist saisonal ab jetzt eher schwach zu sehen. Ja. Auch hier wieder der verkettete Future. Ob das dieses Jahr so eintreten wird, weiß ich nicht, weil die strategische Reserve in den USA, die ja 1 Million Barrel beigetragen hat, läuft aus. Und die OPEC hat beschlossen, 2 Millionen Barrel formell weniger auf den Markt zu geben, was wahrscheinlich etwa real 1 Million Barrel, weil sie sowieso unter Quote produzieren, weniger bedeutet. Also das ist ein saisonales Muster. Das würde ich aktuell sozusagen nicht auf der Schwarzseite angehen. Das wäre mir im Gesamtumfeld sozusagen zu kritisch. Ja, Sie sehen, ich bin nicht blind, was Saisonalität angeht. Das ist einer von 4, 5 Faktoren, die meines Erachtens sehr gut beitragen können zu guten Erträgen. Ich denke auch natürlich im Makroumfeld oder eben andere fundamentale Faktoren, wie gerade eben angesprochen bei Rohöl. Und ich bin auch ziemlich stark
für Trend und Momentum sozusagen eingenommen. Da habe ich auch viele Untersuchungen gemacht. Das ist sozusagen, Saisonalität ist ein Baustein für mich, der sehr stark dazu beitragen kann, dass sie ihre Gewinne erhöhen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, weil es auch leicht umzusetzen ist, dies auch wahrzunehmen. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, wir haben noch knapp 10 Minuten, Sie können mir einen Lieblingswert nennen, dann würde ich Sie bitten, das jetzt in den Chat reinzuschreiben. Und das wird mir dann mitgeteilt. Ansonsten zeige ich Ihnen noch ein paar Werte, die ich hier notiert habe, die in den kommenden Wochen saisonal aussichtsreich sind. Bitte Ihre Fragen. Ja, super. Erstmal vielen Dank, Dimitri, für die Ausführungen und auch die interessante Beschau. Ich finde es auch wichtig, dass du natürlich sagst, dass die Saisonalität selber nicht der heilige Gral vielmehr ist, ja, sondern dass du das in Kombination siehst. Und gerade bei WTI haben wir aber einen intakten Abwärtstrend, wo ich sage, gleichwohl die fundamentalen Gegebenheiten hier mit Vorsicht zu sehen sind, die charttechnische Struktur das tatsächlich unterstreicht, allerdings auch schon seit einigen Wochen eben der Preis abwärts geht und das theoretisch rein saisonal jetzt September technisch hätte nicht der Fall sein sollen. Heißt, man muss das immer ein Stück weit in Einklang bringen. Für mich als, sag ich mal, Charty ist das immer das A und O, weil du auch Trend und Momentum angesprochen hast, sozusagen das immer so den Kontext eben dieser Abwärts- oder Aufwärtsmomentumsbewegungen à la Trend mit reinzufassen. Und bei WTI, weil das eben auch gerade zeigt, dass du angesprochen hast, ist das tatsächlich sehr synchron aktuell. Also es sieht gut aus, dass das dieses Jahr trotz der fundamentalen Rahmenbedingungen, die man immer berücksichtigen muss, natürlich aufgehen könnte. Aber wie immer auch eingangs gesagt, natürlich keine Handelsempfehlung. Ich habe jetzt noch zwei Fragen reinbekommen. Eine hast du indirekt schon beantwortet, steigt Microsoft auch in Krisenjahren? Das lässt sich ja nun ganz leicht nachvollziehen über dein Tool. Du hast auch gezeigt, dass man einzelne Jahre raus und reinnehmen kann, also direkt auch nur Krisenjahre wie 87, 2001, 2000, 2008, 2009 könnte man jetzt auswählen und sich dann einfach mal anschauen, ja, wie hat Microsoft direkt in diesen Krisenjahren performt? Also das ist dann natürlich in diesem, wie du es gerade wunderbar zeigst, in diesem Fenster unten auch schon direkt mit den Pattern Returns angezeigt. Da ist der statistische Fakt nach wie vor gegeben. Und gerade was Interessantes zur Dotcom-Phase, hat sie ja auch performt. Das ist schon sehr spannend. Ja, 2003 dann aber nicht mehr, aber nach sehr guten Jahren. 2008 leicht im Minus. Übrigens, wo wir bei Microsoft sind, ja, ein Feature hier vielleicht auch, wenn Sie zum Beispiel in Microsoft, wenn Sie sozusagen short gehen wollten und eine Highflyer-Aktie, die stark gestiegen ist, genau untersuchen wollen, dann können Sie hier über dieses Feature Detrending auch die Schwächephasen besser erkennen. Das ist einfach ein Feature im Chart, der dafür sorgt, dass der Endpunkt gleich dem Ausgangspunkt ist und der übergeordnete Trend wird Tag für Tag sozusagen rausgerechnet. Jetzt können Sie hier wieder sehen, wo sind die um die trendbereinigten Schwächephasen bei Microsoft. Und die sind eben von Januar bis, also im Februar, dann haben wir es hier nochmal bis Mitte Mai. Und da haben wir von Mitte Juli bis Anfang Oktober eben. Aber wie gesagt, das ist im Detrendeten in der Wirklichkeit als Anleger, weil Microsoft so fest war, waren auch diese Phasen vielleicht nur leicht negativ. Ja, bei sehr starken Aktien können diese Phasen sogar insgesamt positiv gewesen sein. Also das nur als Hilfsmittel, falls Sie Short-Positionen eingehen wollen und das Tool dazu nutzen wollen. Ausgezeichnet. Sehr gute Erläuterung wieder und auch mit der Indexierung bei 100 immer ganz wichtig, dass man das einbauen kann. Ihr habt ja auch diesen Corona-Crash-Filter sozusagen als eigenen Button integriert. Ne? Ich glaube, das war dieser hier, genau, dass man da sozusagen diese früher Crash-Corona, das war ja doch schon, ja, ein einzigartiges Erlebnis vom Turnaround her und überhaupt. Das ist etwas, was ihr hier tatsächlich auch rausklettet. Schaut, wie ihr da den Graphen immer verändert seht. Tolle Funktionalität, muss ich unbedingt sagen, Dimitri. Du weißt, ich bin da ein Anhänger der frühesten Stunde. Kenne noch deine alten Charts von der ganz Seasonal-Seite aus dem Jahr 2008-09. Wie gesagt, spannende Gebert-Indikator, den du vorhin erwähnt hast, ebenso hochgradig interessant. Jetzt haben wir aber tatsächlich noch zwei andere Fragen reinbekommen. Und zum einen
vom Miguel. Da würde ich gerne wissen, Miguel, bist du der Miguel, der auch auf Instagram unterwegs ist? Gib mal ein Feedback. Falls nicht, dann umso schöner, dass du heute hier bist. Die Frage, die da hier sich stellt, bezieht sich auf einen Index. Und da haben wir hier einmal den SME und auch nochmal dann ergänzend den MDAX, also zwei Indizes sozusagen. Den SME, hoffentlich haben wir den gespeichert. Das ist jetzt keiner der Größten, ansonsten MDAX habt ihr bestimmt. MDAX dürfte schneller gehen. Hier habe ich den MDAX. Über 10 Jahre, ja, vielleicht im Vergleich zum DAX ist das vielleicht interessant, ja, compare zu DAX. Hier haben wir einen DAX. Er ähnelt also im DAX ziemlich stark. In Rot sehen wir den DAX und in Blau den MDAX. Machen wir es mal länger, weil der MDAX ja ein ziemlicher Performer war. Ja, man kann sehen, also die Performance, wenn man so will, relativ zum DAX entstand vor allen Dingen Mitte Januar bis Mitte Februar. Ja, und dann nochmal, wenn man so will, wenn man sozusagen die Differenz bildet, vielleicht nochmal in der Bässe. Also der DAX fiel ja bereits von Mitte Juli bis Ende August und da hat der MDAX sich saisonal noch gut gehalten. Also in diesen Phasen hat der MDAX sozusagen die Outperformance auf dem DAX gemacht. Und den SMI, da, wie heißt denn der genau? Swiss? Swiss, genau, das ist der Schweizer Swiss Index, soweit ich jetzt ad hoc meine. Index, hier haben wir ihn. Ah, so wie der ATX, ja, praktisch, genau. Dann nehme ich hier aber den DAX raus als Vergleich, wo ich hätte noch drin lassen können. Und auch wieder über 25 Jahre. Ja, die Musik spielt vor allen Dingen von Ende Oktober bis zum Jahresende oder bis zum 3., 4. Januar. Ja. Ja, wunderbar. Also das ist nach wie vor. Also ich bin ein großer Fan und das, wir haben ja jetzt gerade die große Gretchenfrage, wie jetzt der Jahresausklang noch weitergeht im Rahmen der geopolitischen und ja, fundamental oder fiskal ausgerichtet, irrsinnig ausgerichteten Maßnahmen. Wir werden sehen, wie das alles noch zu Turbulenzen führt oder nicht. Letztlich sind wir in einem Bärenmarkt, das ist unbestreitbar der Fall. Und jetzt ist nur die Frage, wie weit zieht sich das noch beziehungsweise eskaliert, weil grundsätzlich auch statistisch im großen Bild gesehen haben wir zwar schon eingeschwenkt, aber es kann noch durchaus einiges nach unten gehen. Das darf man natürlich nicht vergessen, Leute. Insofern arbeitest du auf jeden Fall immer mit entsprechenden Stops. Das ist natürlich auch was, wenn so ein saisonales Muster mal nicht aufgeht, dass man sich da rechtzeitig verabschiedet und dann nicht beispielsweise eben auf einer Position sitzt, die dann übergeartet ins Minus dreht. Das muss natürlich nicht sein. Insofern da immer Obacht gegeben. Genau. Ansonsten hätte ich jetzt hier tatsächlich keine weiteren Fragen, Dimitri. Und wir sind on the point gelandet. Also ich freue mich immer wieder auf unsere monatliche Session, gerade weil du eben als Kopf und Ideengeber der ganzen Saisonalität da auch deine Zeit für uns aufwendest. Insofern den JFD, sage ich mal, Hinweis von vorhin, den werde ich auch gerne nochmal ein Stück weit streuen auf den Social Medias und das Video würde ich auch definitiv gern auf unserem Channel hochladen, sodass dann das für alle, die jetzt schnell genug da sind, eben auch noch diesen Vorteil sich sichern können. Hast du den Slide vielleicht direkt nochmal zu sehen gerade, dass wir das nochmal gerade, wo du vorhin zwischen den JFD 30, ja? Genau, der JFD 30, da ist das Bild hier entsprechend, das ist genau dieses Offer-Angebot, wo ich sage, hier könntest du dann einfach mal reinschauen und da es eben bis zum 12.06. geht, genau, mal den richtigen Monitor auswählen, an der Stelle auf jeden Fall auch aufgepasst, dass man da einfach ja zur richtigen Zeit zuschlägt und ich kann es nur allen empfehlen. Wir haben ja übrigens, Dimitri, habe ich ja mit Thea auch schon lange mal besprochen, das ist natürlich technisch nicht ganz so trivial, aber wir haben ja auch ein Tool, was sozusagen saisonale Muster bei uns in den Metatrader einspielt, um eben da auch tatsächlich schon in der Handelsplattform selbst die Pattern sozusagen anzuzeigen und dass man die sozusagen relativ, ohne großen Aufwand auch umzusetzen weiß. Das ist natürlich jetzt nicht ganz trivial mit technischer Anbindung, API und Kursdatenlieferung und so weiter. Aber ich will nur sagen, da haben wir bei JFD auch Features, die den Metatrader sozusagen pushen, weil man dann einfach mit gewissen Templates, wie es sich denn nennt, und algorithmischen Filtersystemen
da auch viel machen kann. Grundsätzlich aber die Website und auch das Angebot hier ganz klar zu empfehlen. Ich streue das, wie gesagt, freue mich über deine sozusagen Zeit an der Stelle. Und Sonntag das Angebot, das ist vielleicht nur ein kleiner Schreibfehler. Das, vielleicht ist der 12.10. Es kommt aus einer alten Folie. Sorry. Kein Problem. Schlimmer. Manchmal sollte ich etwas mehr aufpassen, aber ach, das gelingt mir nicht immer. Das ist aber auch. Das Datum ist falsch. Der JFD 30 läuft erstmal, weil wir haben ja noch mehrere Webinare. So ist es. Aber trotzdem bitte einfach ausprobieren, sich die Zeit nehmen. Es ist ein spannendes Tool, das jedem meines Erachtens helfen kann, die Erträge zu verbessern. Absolut. Dimitri, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich dann auf die weiteren Webinare mit dir und im nächsten Monat auch mit der Thea. Bleib gesund und wir bleiben mal wachsam, was uns die Märkte sozusagen noch bescheren. Vielen Dank für die reichhaltigen Infos. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite an alle Trader, Anleger und viel Erfolg und auch Gesundheit und alles Gute. Ciao, ciao. JFT, just fair and direct.